Hi, herzlich willkommen zu Verprügelt mit Drachen. Mit Falk Pürcek als Faruk Eisenbusen, mit Ivan Thieme als Gummo der Barbar und jetzt ganz neu dabei, ganz frisch aus der Packung praktisch, Georg FK als Dexafentamin, ne? Richtig. Anders. Fetamin, sorry. Und Jonas Imam als Game Master. Wollte ich gerade sagen, genau. Ne? Das ist ja Humor. Das bin ich. Das ist er. Das bin ich, sehr. Genau. Wir sind drei, sind jetzt vier Comedians aus Berlin. Und ganze spielen, Anmord korrigieren. Spielen Dungeons and Dragons, wie ihr hoffentlich wisst. Das ist die dritte Staffel. Ihr könnt uns auch auf der Comic-Con sehen, ja. In Solothurn, auf der Solocon, mhm. Ja, warum nicht? Wir ziehen einfach Jotta zusammen, auf der Solocon sehen, und zwar am 2. und 3. April in der Schweiz, da ist Solothurn, das ist wichtig zu wissen. Wir haben auch diese coolen Karten, die kann ich einmal ganz kurz in die Kamera halten. Okay, das wird nicht hinhauen. Ich finde es cool, dass wir jetzt Visitenkarten haben. Ich versuche so nah an die Kamera ranzukommen. Wir haben jetzt richtig geile Visitenkarten. Warum ich euch die zeige? Einfach nur, damit ihr uns abonniert auf Spotify. Das ist alles, was ich will. Ich will aber, dass ihr uns abonniert auf Spotify und auf iTunes und auf YouTube. Ganz wichtig auf YouTube. Wenn ihr schon da seid im Livestream, dann auf YouTube. Genau, warum nicht einfach ein Abo dalassen und ein Like? Warum nicht? Ja? Genau, in der letzten Folge von Verprügelt mit Drachen sind Gummo und Falk zum Hafen gekommen zu ihrem Schiff. Gummo und Faruk. Hab ich doch gesagt, Gummo und Faruk? Falk, aber ist okay. Alles gut. So nah beieinander. Gummo und Flak. Gummo und Flak. Ich hab den Chat vorhin auch falsch fast verschrieben. Ja, ja, es liegt zu nah beieinander. Mega leicht. Ja. Ja, sind zum Hafen gekommen zu ihrem Schiff. Der Rapier's Touch. Rapier's Touch, okay? Die Berührung des Rapiers. Gesehen. Genau. Die Berührung des Rapiers. Wichtig. Rapier. Okay, Freunde? So, Rapier. Ganz wichtig. Genau, das ist ein Degen, ja? Ah, das heißt, es ist ein Schiff mit Löchern. Genau. Oh, ja. Und einer hat den Job, immer alle Löcher, also jeder hat ein Loch, nur so kann es schon. Wow, schimpf. So eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ich habe den Ending-Cantrip genommen. Jetzt ist es zu spät. Ja. Am Hafen angekommen, seht ihr das Schiff und ihr seht am Steg eine Person stehen, nämlich eine junge Halblingfrau. Willst du dich mal kurz beschreiben? Ja, genau. Also, und können wir die Grafik dazu haben? Noch zu mir, Georg? Genau. Ja, so ist gut. Jetzt sitzen wir alle gut drin. Perfekt, perfekt, ja. Yes. Genau, also ihr seht da einfach entspannt am Steg abhängen eine junge Halblingsfrau mit einer dunklen Hose aus Leder, einem schwarzen Hemd aus groben Leinen, schwarzem Undercut zur Seite gekämmt und ja, hat einen relativ schlichten Holzstab an der Seite und eine kleine Krähe fliegt so um sie herum. Jetzt schon der coolste Charakter ever. Sorry, also, ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist. Was ist die Krähe? Ja. Ja. Die Krähe. Ja, es ist legit die Krähe. Oh mein Gott. Ich will nur ganz kurz sagen, die Krähe, die Georg da hat, die ist nicht echt, nicht, dass ihr denkt, dass wir Tiere quälen hier. Ja. Ja? Ich weiß, sie sieht sehr authentisch aus. Ja. Aber hab keine Angst. Nee, also das heißt, du stehst da und also, du wartest mit, oder hältst du dich mit der Crew oder wie? Momentan steht sie jetzt einfach nur erstmal da. Man muss ja über den Steg rüber, um aufs Boot zu kommen. Und auf dem Schiff selbst ist die Crew schon hart am Arbeiten. Ihr seht, dass da Segel bereit gemacht werden und alles Mögliche wird da gemacht. Und da werden irgendwelche Kommandos geschrien, die euch nichts sagen. Irgendwas mit Luv und Backbord und, ich hasse es jetzt und schon. Ding. Also dafür seid ihr nicht ausgebildet. Sehe ich da quasi noch was, wo geholfen werden kann? Sehe ich noch Fässer, die getragen werden müssen? Also weil, oh, jetzt hasse ich dich. Ja. Also weil du siehst erstmal nicht, dass sie denken, dass die Crew jetzt sofort denkt, so, nee, die sind so, die arbeiten für uns, sondern wir sind hier ein Team. So. Also nur damit du verstehst, wo du bist noch auf dem Weg zu dem Schiff. Ah, okay. Du siehst schon, sie da stehen. Okay. Ja. Ja. Und du siehst die Action auf dem Schiff. Hm? Ja. Aber du kannst jetzt noch nicht ganz so viel machen, außer dahin gehen. Ja, aber dann würde ich, Dexa habe ich mir gemerkt. Ja. Dann gehe ich auf Dexa zu und sage, hallo Dexa, ich bin Gummo. Ich habe von dir gehört, aber du glaube ich von mir noch nicht. Gummo, hi, freut mich. Freut mich auch. Ich sag mal so, es hat sich ein bisschen rumgesprochen in der Stadt, was ihr gemacht habt. Ich habe von dir gehört. Echt? Oh, nice. Ja, ich gebe dir auch die Hand mit so Faruk, freut mich. Freut mich. Mein Lehrmeister Lord Lakenwinger hat auch von euch erzählt. Ja, bestimmt nur Gutes, ne? Ja, Gutes. Er hat gesagt, für zwei Primitivlinge überraschend effektiv, also großes Kompliment. Absolut, Schwärmerei. Das klingt nach Laken. Oder? Ach, unser Laki, du. Ja. Das ist tatsächlich sehr authentisch. steht der Name des Schiffes auf dem Schiff? Oder ist es einfach, Da steht Rapier's Touch auf dem Schiff. Ja. Und es ist auch, lustigerweise, es ist so, als hätte jemand versucht, es möglichst deutlich zu schreiben. Ja. Wisst ihr, was ich meine?
Also die Buchstaben sind deutlich ja, abgesetzt voneinander. Es ist ja. sehr leserlich geschrieben. Normalerweise ist so eine Schnörkel. Ja, genau. Und es ist fast so, als hätte jemand gedacht, oh... Dafür werden wir die Druckschrift erfinden. Genau. Die haben praktisch wirklich nochmal den Druck erfunden dafür. Nee, dann... dann Dexter, wie sieht's bei dir aus? Also bist du so, hast du so jetzt, also... Musst du oder willst du hier mit? Beides? Ja, das ist okay. Das reicht aus. Ich wollte nur wissen, ob ich jetzt hier gleich von Leuten umgeben bin, die das hier alles richtig toll auf dem Wasser finden. Oder ob ich auch mal mit jemandem in Ruhe ein bisschen meckern kann. Dexter, ich habe hier Putzplan für den Schiff fertig gemacht. Ich wollte kurz sagen, ist nicht dein Ernst. Du kannst die aussuchen zwischen Montag-Deck schrubben oder Mittwoch, weil die anderen teile ich dann auch, aber guck mal, weil bevor jetzt die sich hier rauspicken, kannst du hier schon mal einen Wunsch... Du, das ist überhaupt kein Problem. Ich trage mich einfach ein und ich zeige auf so einen kleinen Schmutzfleck auf dem Boden und ich caste Prestidigitation und der Schmutzfleck ist weg. Das will ich auch lernen. Verlieb dich nicht zu schnell sein. Ich sage dir laut, verlieb dich nicht zu schnell. Es ist wirklich, oh, ich bin gerade so, es ist so Hormone ballern. Also hier nicht gedacht, dass... Oh Gott, wenn sie jetzt noch einen Zauber zum Laminieren hat. Ja. Irgendjemand lehnt sich schon über die Reling und fängt langsam an Loveboat. Nee, ich bin wirklich sichtlich beeindruckt. Also ich habe noch nie diesen Zauber gesehen. Ich übrigens auch. Ich kenne ihn auch nicht. Und Nikolai tragt sie halt in den Mittwoch ein, weil dann kann sie halt muss mich aber dran erinnern, weil ich habe es manchmal nicht so mit Plänen und mit Organisationen. Alles gut, das kann ich machen. Und dann gehe ich aufs Boot und möchte die Crew Stück für Stück einmal kennenlernen. Aber genau. Gut, du kommst aufs Schiff rauf. Ja. Oder ihr kommt, ich denke mal, alle aufs Schiff rauf. Oder wollen die anderen beiden noch unten bleiben? Ich versuche gerade echt zu ertragen, dass er einen Putzplan gemacht hat. Okay. Es dauert ein bisschen. Ich komme wirklich leicht später. Steht noch ein kleiner Moment da und scheint in sich gekehrt zu sein. Fast als würde er einen Zauberspruch sprechen. Guck mal, wie nützlich das sein kann, wenn wir irgendwo in einem Gefecht sind und wir müssen Beweise weg oder Blut wegwischen oder so. Wenn wir nicht sehen wollen, dass da jemand, weiß schon. Planst du einen Mord? Nee, also. Du planst, als würdest du einen Mord planen. Stimmt. Okay, ja. Ihr kommt da hoch. Ja. Direkt oben an der Reling angekommen, kommt euch auch direkt ein großer, stattlicher Mann entgegen. Der ist ein Menschenmann, muss man ja sagen bei D&D. Mit einem riesigen so Schnurrbart, der so gezwirbelt ist an den Augen. Er hat feuerrotes Haar und wird auch schon ein bisschen grau an den Seiten. Und ist sehr ordentlich angezogen. Er trägt eine ordentliche Schiffsuniform. Mit den offensichtlichen Insignien eines Offiziers. Ihr wisst nicht genau, was sein Rang ist, das habt ihr keine Ahnung von. Aber er kommt auf euch zu und salutiert. Mein Name ist Captain Bullington. Ich bin hier zu euren Diensten. Wir sind bereit abzulegen. Möchtet ihr die Crew kennenlernen? Ja. Ja, Sir. Ja. Wirst du mir auf den Sack gehen? Sehr wohl! Er nimmt so eine Pfeife raus und bläst da einmal rein. Das macht einmal so richtig laut Pfeifton. Ich kann gerade nicht pfeifen. Genau. Genau. Genau, so nur doller. Ja. Und maskuliner. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber wie klingt eine Pfeife maskulin? Doller und länger. Einfach lauter. Unnötig laut. Störend. Unnötig laut. Störend laut. Ja. Und auch verhindert, dass eine feminine Pfeife auch mal zu Wort kommt. Also, das ist die Art und Weise, wie eine maskuline Pfeife klingt. Okay. Die Crew tritt an, ne? Die machen so eine Reihe. Und er läuft die sozusagen ab und stellt die euch einmal alle einzeln vor. Ja, der erste, den ihr seht, ist ein Zwerg mit einem schwarzen Bart, der ebenfalls eine Uniform trägt, mit weniger Lametta drauf, wie man so schön sagt, weniger Insignien. Er sieht sehr, sehr kräftig aus, ist auch noch im besten Alter, ist nicht alt oder so, sondern ist steht richtig im Saft, hat ein bisschen zu rote Nase, trinkt vielleicht mal zu viel, kann sein. Und das ist Morgin. Das ist mein erster Offizier. Morgin, freut mich. Sag ich auf Zwergisch. Ja. Bisschen angeben gleich. Er salutiert und es ist mir eine Ehre. Die Helden von Glanwood. Die können nicht alle dieselbe Stimme haben. Moment. Es ist mir eine Ehre. Morgin, die Ehre ist auf unserer Seite.
Okay. Sieht aus. Er nimmt auch deine Hand und schüttelt die. So. Die nächste Person daneben ist eine Halborg-Frau, ebenfalls sehr groß, sehr stark aussieht, mit blonden Haaren. Und ich werde jetzt nicht zu sehr in die Beschreibung reingehen, weil das dauert alles. Aber schon spannend, ja. Auch sie salutiert einfach euch. Das ist ein normaler Rang für solche Leute. Also das weiß ich gar nicht. Marine Wardy. So. Ihr Name ist Wardy. Nächster ist Klinger, ein Halbelfenmann. Er hat ein paar mehr Narben als die anderen und sieht auch generell ein bisschen wettergegerbter aus als die, ein bisschen erfahrener. Klinger? Klinger, ja. Das hier ist Jaromir, ein weiterer Menschenmann. Er hat auch einen Schnurrbart, so ähnlich wie der Kapitän. Er sieht so ein bisschen aus wie die jüngere, etwas dunklerere Version des Kapitäns, etwas schmächtiger auch. Und dann haben wir hier noch Tenway. Tenway ist ein 2 Meter großer Hühne mit einer Glatze und einem Bart, auch ein Mensch. Ja. Das ist ein Hühn, also. Das ist einfach eine Erscheinung. Ein großer Mann. Groß und breit. Ein großer ein Schrank. Mhm. Ein menschlicher Schrank. So. Tenway, okay. Tenway. Und dann haben wir hier noch unseren Steuermann, Rufus. Rufus? Das ist ein Halborg. Er hat auch einen Vollbart. Er sieht ein bisschen mehr aus wie ein Seemann als wie ein Soldat generell. Und auch er trägt aber trotzdem die Uniform, die alle anhaben. So eine graublaue Uniform. Und das ist unsere gesamte Crew. Wir stehen Ihnen natürlich gerne bereit und würden vorschlagen, dass wir schnellstmöglich aufbrechen. Das finde ich gut. Vielleicht sollten wir vorher alle klären, was wir uns von dieser Reise erwarten. Nur damit jetzt hier nicht gleich Überraschungen kommen, weil da wird es dann Überraschungen geben und dann wird dann vielleicht auch gemeckert. Und das möchte ich von vornherein nicht haben. Sir, ich darf Ihnen versichern, dies sind die bestausgebildeten Marines Glenwoods. Ich mache mir nicht um die Sorgen. Um mich. Ah. Er sieht etwas. Er sieht etwas irritiert aus. Dass Sie das hier alle ganz toll machen werden, das glaube ich gerne. Ich mag Boote nun wirklich nicht so sehr und das Wasser erst recht nicht. Und ich räume auch nicht gern auf. Bullington neigt sich so kurz wie immer. Sir, es handelt sich um ein Schiff. Ein Boot ist was anderes. Ich mag das auch nicht. Ich putze nicht gerne. Hab's nicht mit Obrigkeiten. Ich trinke zu viel und schlafe zu lang. Ich bin aufdringlich. Zwerg scheint kurz zu lächeln, als du den Teil sagst. Und dann fasst er sich sofort wieder. Ich möchte nur nicht, dass dann jetzt an mich eine Erwartungshaltung gestellt wird, die ich nicht erfüllen kann. Ich werde es auch nicht versuchen. Sehr wohl, Sir. Keine Erwartungshaltung werden gestellt. Das ist ja mega. Na, doch, ja, können wir loslegen. Du wirst dich hier nicht entziehen. Mein Name ist Dexafetamin. Ich stehe sehr früh auf. Ich war noch nie auf dem Wasser, aber wir werden das schon hinkriegen. Und wenn ich irgendwo helfen kann, sag mir Bescheid. Sehr gut. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich mich auch der Gruppe vorstellen muss. Ich bin Gummo, ich bin sehr sauber und achte auch auf und achte auch auf Sauberkeit. Also wenn ich eine Sache dann, also wirklich, ich glaube, so ein gutes Schiff, da gehört quasi ein guter Putzplan dazu. Also wenn, ich werde gleich zu jedem nochmal hingehen und dann können wir gucken, wer was, weil einer macht ja vielleicht das Deck gerne. Ich will ja auch eure Interessen irgendwo hier abfangen. Also jetzt wird hier keiner gezwungen, irgendwie alles zu machen, aber so wenn jeder ein Stück, seine Arbeit hier vernünftig macht. Ich versuche auch so von der Seite so, so ein bisschen. Ja. So, guck dich, also guck nochmal einen Schritt näher. Ja. Sir, das Putzen des Schiffs übernehmen wir. Wirklich? Das gehört zu unseren Pflichten. Ja, gut. Aber ich meine, wenn ihr euch beteiligen wollt, könnt ihr das natürlich tun. Lass ihn doch mitputzen, also ich bin ehrlich gesagt auch irgendwie dankbar. Also danke, dass ihr putzt. Ohne Witz, ich bin euch auch dankbar. Ich kenne hier gar nichts und ihr alles und ich finde es gut. Ja, ich habe auch noch andere Fähigkeiten, wenn ich mein Kerzenständer kann leuchten. Das ist vielleicht besonders wichtig in der Nacht, wenn wir uns in der Nacht bewegen. Ich habe einen ausgeprägten Sinn für Orientierung. Das heißt, ich werde mich mit dem mit Rufus vielleicht kurz schließen. Vielleicht kann ich von ihm ein bisschen lernen. Servus. Ich gehe zu Rufus und sag ihm, das wird richtig anstrengend. Ja. Ja, Rufus. Ja. Rufus steckt sich einfach nur so eine Pfeife an und ist so, woi, woi. Ja. Und ansonsten bin ich hier froh, dass wir so ein diverses Line-Up haben. Also, es ist ja auch nicht selbstverständlich. Das stimmt. Ich finde das gut. Also nochmal an die
Lob, sage ich mal. Kannst du Ihnen auch noch sagen, was du gerne isst? Ja, ich hab das Gefühl, dass wir gerade Kartoffeln. Also falls ihr, Tatsächlich haben wir Kartoffeln im Vor. Gott bewahre. Nee, das wird, aber nee, nochmal um ernster aufzugreifen, unser Ziel ist, Frau Damignon zurück zur Strecke zu bringen. Das heißt, ihr müsst mir nur sagen, tot oder lebendig, sage ich mal. Ich glaube, wir werden bei beidem bezahlt. Von daher ja, egal. Werden wir bei beidem bezahlt? Ich glaube auch, das entscheiden nicht die. Also so, ihr habt den Auftrag schon bekommen. Ja, ihr habt den Auftrag schon bekommen. Hat Lakenwing mir gesagt, ob es eine bevorzugte Version gibt, tot oder lebendig? War das vielleicht wichtig? Er würde lebendig bevorzugen für Information, weil sie hat einen Zauberspruch selbst erfunden. Mit dem sie Tarschen blutregend zurückgeholt hat, das weißt du, und daran ist er sehr interessiert. Und du weißt auch noch, und das wissen die beiden anderen nicht, dass die Leiche von Tarschen blutregend immer noch in der Akademie ist, hinter Schloss und Riegel, weil Lakenwing große Sorge hat, dass er nochmal aufsteht. Okay. Dann sage ich natürlich in dem Moment, wir sollten versuchen, sie lebend zu kriegen. Kann ich nicht versprechen. Idealerweise. Ja, ich bin schon länger mit dem unterwegs. Das ist schwierig, wenn man sagt lebend. Was ist denn du kannst versuchen. Was ist denn, wenn wir, nehmen wir an, wir sind jetzt auf gleichem Takt, sag ich mal. Wir sehen ihr Schiff. Was ist denn unsere Strategie? Also haben wir einen Kampf, wir sind ja ich habe keine Ahnung. Wir sind nicht erprobt, zusammen zu kämpfen. Meine, ich würde einfach aus dem Boot rausspringen, rüberschwimmen und da irgendwie reinkommen in das Boot. Haben wir Kanonen? Haben wir Kanonen? Wir können jetzt was sind Kanonen, Sir? Oh. Wie machen wir Schaden am anderen Boot? Ja, wir haben Armbrüste und wir haben diese Ballista da vorne. Oh, sehr schön. Ah, sehr, okay. Sehr schön. Okay. Auf dem Heck? Oder Bug. Heck vorne. Steht so eine Art riesige Armbrust. Ah, okay. Die verankert ist im Deck. Ja. Und da ist auch Seil daneben, also man könnte die sozusagen auch harponieren damit. Können wir mal was anderes damit schießen? Sicherlich kannst du probieren, Dinge damit zu schießen, aber ich weiß nicht, wie glücklich sie damit sind, wenn das Ding kaputt macht. Ich befürchte, Gumo wollte damit eigentlich eher wissen, ob wir ihn auf das Ding binden können und rüberschießen können. Ja. Ich weiß ja, wie sein Kopf funktioniert. Wir kennen uns ja lange genug. Ich fürchte, so für einen Menschen dieser Größe ist dieses Ballista nicht ganz ausreichend. Schade. Könnte man mich da drauf... Das ist eine Zwischenfrage als Fan, nicht als Charakter, aber willst du nicht rüberschwimmen? Wegen... Ich kann schwimmen gesteckt und so. Nee, spannend. Das heißt, wir haben schon auch Waffen da auf dem Schiff. Also die sind sicherlich, aber wir haben ja auch zwei Magier hier. Ja. In Form von Herrn Eisenbusen und Frau Fetamin. Ja, ich kann zaubern. Wenn ihr mich nah genug an das andere Schiff ranbringt, kann ich Ihnen mit dem einen oder anderen Feuerzauber bestimmt ordentlich Schaden zufügen. Sehr schön. Feuerzauber, das finde ich cool. Guck mal. Ansonsten würden wir einfach versuchen, das Schiff zu entern. Na, dann würde ich sagen, zicke-zacke, zicke-zacke, heu, 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 oder wie man bei euch auf See sagt. Brauchen wir einen Slogan, damit wir auch... Er nickt so ein bisschen zögerlich nach dem Motto so, ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Und dann ruft er einmal mit dröhnender Stimme, er hat ein wirklich lautes Organ. Ja, irgendwie, Marines, Line los! Wow. Und alle rennen auf ihre Position, die wissen alle, was sie zu tun haben. Ach krass, das ist wirklich eine geölte Maschine. Hey, das ist ja wirklich Zucht und Ordnung, du. Also, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich mach so dann. Ich mach einfach nur... Du stehst einfach so. Ich war einfach nur so da. Ich werde versuchen, jedem von denen gegen die Obrigkeit auf dem Schiff aufzuwiegeln. ich bin gespannt, ob eine Meuterei stattfindet. Weil ich sie anzettel. Ich muss sie abhindern, dass sie dich vom Bord werfen wahrscheinlich. Ich gehe vorne einfach an den Bug, eine Krähe. Fliegt mir so in 2 Metern Abstand hinterher und schau einfach. Ja. Warte, der Bug ist vorne, auf. Ne? Ja. Ich habe gerade Heck gesagt. Die Ballista ist vorne. Ich bin fasziniert von der Krähe. Dexa, sag mal, ist es dein Freund oder? Das ist meine Familie. Das ist deine Familie? Das ist eine meine Vertraute. Ach, sozusagen. Vertraute. Lula. Willst du mal Hallo sagen? Ich winke zu der Krähe. Sie reagiert. Sie macht ein bisschen mit dem Flügel. Krähe und Raben, was ist denn der Unterschied nochmal? Das ist, glaube ich, ungefähr das Gleiche. Krähen sind kleiner. Ja, ich dachte, das wären die Krähen, wären die weiblichen Raben. Oh je. Yeah. Okay. Nee? Haben wir jetzt zu diesem Pferdenpony gedüst? Es tut mir leid. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich kann jetzt ganz ehrlich sagen, nicht sagen, was der Unterschied ist. Aber ich sage guten Tag und versuche. Ich bin beeindruckt, dass jemand einen Raben so gut kontrollieren kann. Wie lange hast du gebraucht, Dexter? Also wie lange hast du ihn, als er klein war, auf? Sie, oder? Sie. Lola? Ja, sie. Lola ist ja eine Sie. Genau. Das kann ich dir sagen. Ich habe dazu eine Stunde und 10 Minuten gebraucht. So lange dauert es, einen Vertrauten zu beschwören. Wow, das ist ein... Es ist nicht wirklich eine Krähe, es ist ein Feenwesen, das mich in Krähenform unterstützt.
Wow, also. Ein Feenwesen. Also, ich habe wirklich nichts verstanden, aber ich bin mir sicher, Faruk kann das. Also, Faruk ist so ein bisschen so, okay, das ist schon nicht schlecht. Das ist, ich meine, das ist eine ganz andere Sorte von Magie. Als, das, ist, ja? das ist so eine. Bis jetzt das ist ich so eine nur, Universitätsmagie und ich habe eher so eine Kneipenmagie, weißt du? Okay. Das ist was anderes. Das ist richtig. Solche Leute wie dein Freund Faruk, nicht wahr? Die klimpern auf ihrem Instrument rum und die Magie fliegt ihnen so zu und wir müssen halt lange studieren dafür. Klimpern. Ja. Klimpern. Nee, spielen. Spiel doch mal was. Spiel doch mal was. Okay. Oh, jetzt komm. Willst du dir noch Hut lieber aufnehmen? das ist, was passieren wird. Ja. Ich benutze die einmal Advantage meines Huts, weil mein Ego sofort gekränkt ist. Man will auch gut starten. Guck mal, das Boot geht gerade los. Ja. Und ich glaube, mit so einem Banger-Song, so ein Shanty. Ja, genau. Über Lola. Nee, also das Schiff fängt an sich zu bewegen. Du könntest jetzt. Also ich fange an, einen Song zu singen, wo ich sehr viele falsche Analogien über das Meer benutze. Okay. ich keinerlei Wissen über Wasser habe. Gib uns ein Beispiel. Stille Wasser sind ja bekanntlich gar nicht so tief, wie man dann doch annehmen würde. Ja, ja. Okay. so, ich habe ganz wichtig, ich habe meinen Hut benutzt. Advantage. Okay. Ich fange mal an. Oh, das war falsch. Eine 3. Oh mein Gott, bitte. Also, kannst du ja noch mal. Bitte nicht, mach keinen Scheiß jetzt. Eine 17. Wow. 17 plus 9. Unglaublich. Das sind 26. Das ist eine der besten Seemannslieder, eines der besten Seemannslieder aller Zeiten. Ja. Einfach improvisiert gerade. Gut, der Text war weird. Ja. Und gelegentlich merken die Seeleute auch so ein bisschen auf, aber im Großen und Ganzen schwimmen sie alle so ein bisschen mit. Du hast das Gefühl, das Schiff hat einen Rhythmus jetzt. Hm? Also das ganze Schiff. Es liegt an der Hook. Die Hook ist nämlich Skorbut, macht immer noch Mut. Ja. Weil ich nicht genau weiß, was das ist. Okay. Und auch da sind sie am Anfang so. Und dann die haben machen schon sie viele Lieder nicht. Gehört. Das glaube ich auch. Also er ist beeindruckend gut tatsächlich. Ne? Mhm. Du siehst es jetzt zum ersten Mal live. Beeindruckt. Ja. Immer gern. Dafür bin ich da. Ich bin für die Unterhaltung zuständig. Ich frage. Ich sag dir das mit so einem leichten Understatement. Ich sag nicht viel, aber so einfach so. Komm, ich weiß auch, dass das Nicken. Ich kann schon erahnen, dass das Nicken. Ich werde nicht sehr viel mehr kriegen. Ja. Also ich kann mir gerade das Tempo eines Schiffes nicht richtig vorstellen. Wie schnell bewegt sich so ein Schiff? Ja, so ein paar Knoten halt, ne? Nee, jetzt weiß ich, was du meinst. 15 Knoten vielleicht 15 am Anfang, Knoten. Dann auf die 30 hoch. Wie viel ist ein Knoten nochmal? 1,3 Meilen? Das ist, also es bewegt sich schon schneller, weiß ich nicht, sagen wir mal 30 km/h ist das schon zu viel. Ich kann das überhaupt nicht. 30 km/h ist quasi, kommt auf den Wind an. 30 km/h ist ein Sprintmann ungefähr. Aber da musst du schon, da bist du schon. Ja, das echt ist schon, gut, das ist quasi Profi. Ja, reden wir gerade alle über Sachen, von denen wir keine Ahnung haben. Ich nutze diesen Moment, ich habe vergessen, ich muss jeden Morgen 2D20 würfeln und die Ergebnisse notieren für einen meiner Fähigkeiten. Mach das mal. Wow, holy fuck. Was ist 18 und eine 19. Wow! Junge! Das wird hoffentlich ist dein erster Wurf in diesem, in diesem Abenteuer und du ballerst solche Zahlen raus. Und das Geilste ist, ich darf mir aussuchen, wann ich sie verwende. Mm. Ey, das ist nochmal. Nice! Ey, ich vermiss Markus gar nicht mehr. Ich habe mich sowas von vergessen. Ich habe versucht, wir sind so illoyal. Emotionale Verabschiedung, aber wir müssen mal wieder. Ich glaube, in Jonas Gesicht sieht man gerade Markus Emotionen. Ja, irgendwo merkt er so auf, weil er fühlt, dass über ihn geredet wird. Ja, ja das hat er durch uns gelernt. Also 6 bis 14 Meilen die Stunde ist wohl. Okay. Nicht ungewöhnlich. Ja. Eine Meile aber war 1,6, ne? Ja. Und wir kommen gut vom Dock weg. 30 gar nicht so falsch. Gibt es viele Schiffe, die starten, oder sind wir in der Frühe die einzigen? Nee, es fahren schon viele Schiffe ab, aber die achten schon ein bisschen darauf, dass sie nicht alle gleichzeitig losfahren, weil sonst kommen sie sich ins Gehege, die müssen aus der Bucht da raus. Ja. Sondern es ist schon so jeder, es gibt auch so einen Hafenmeister, der so Signale gibt und so. Das ist ja eine professionelle, in Anführungsstrichen, Hafen, Hafen, der da ist, wo viel Umlauf ist. Umlauf, Umsatz, was auch immer. Ihr kommt da natürlich problemlos raus. Die wissen ja auch, ihr habt ja auch eine Startfreigabe sozusagen. Ist ein bisschen wie ein Flughafen, fällt mir gerade auf. Ja. Und ihr macht euch auf den Weg und dieses Schiff ist sehr, sehr schnell. Ja. Also im Vergleich zu den anderen Handelsschiffen, die sehr viel breiter gebaut sind und sehr viel mehr transportieren, fahrt ihr sehr, sehr schnell. Okay. Ja? Das merkt man. Also sobald da Wind drin ist, sobald da ordentlich Wind in die Segel kommt, bewegt ihr euch mit einer ziemlichen Geschwindigkeit und ihr merkt auch, dass die Seeleute alle wissen, was sie tun. Inklusive des Steuermanns natürlich. Ja. Stark. Also ich würde dann gerne zu Bullington, Bullington, und fragen, wo meine Kajüte ist. Also. Oh,
Dieses Schiff ist mehr für Geschwindigkeit gebaut als für Komfort, aber ihr habt eine Kajüte. Eine Kajüte, also so ein kleiner, wie nennt man das? Hat jeder von uns eine? Hängematte vielleicht oder die so. Die Crew ist unten zusammen in Hängematten, ja, aber da sie sowieso in Schichten arbeiten, ist das kein großes Problem. Ja. Und für euch drei haben wir jeweils eine Kajüte. Dexter, wie ist es mit dir und Privatsphäre? Weil wir kennen uns ja jetzt nicht so gut und müssen uns gleich ein Zimmer teilen. Nee, ihr habt jeweils eine Kajüte, die ist jedes... sehr klein. Oh. Oh. Ah, okay. Naja, dann ist ja... Ist halt so ein begehbarer Schrank. Okay, gut. Gehe ich auf meine Kajüte und lade so alle meine Sachen ab. Und, ja. Ich mache das auch, nur dass ich mich sofort wieder ins Bett lege. Okay. Es ist ja noch früh morgens, klar. Ja, also ich schlafe wieder. Hängematte. Genau, ja. Leg mich da jetzt rein. Ich bringe schnell meinen Rucksack runter in die Kajüte, aber bleib sonst dann weg und genieß so ein bisschen die Seeluft. Okay. Ich würde dann dann mir gerne den Rufus ausfindig machen. Genau. Okay, mach mal einen Search-Check. Ja, mach ich. Ich er steht am Steuer. Nee, würde ich gerne so zu Rufus hoch. Es ist ja quasi, genau, es ist am Steuer. Das Steuer ist ja eher im hinteren Teil des Bootes. Ist hinten, ja. Genau. Und oben. Hinten und sehr weit hochgelegen. Sehe ich Rufus, er steuert wahrscheinlich. Ja. Ich war so, Rufus, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, Sir. Mir geht's gut. Darf ich fragen, wie alt Sie sind, Rufus? Ja, das ist ein bisschen persönlich, aber ich bin 16. 16? Ja. 16? Ja. 16? Ja. Halborks werden schneller erwachsen als Menschen. Und wo hast du die Kunst der Seefahrt gelernt? Das ist ja. Ich bin schon mit 8 Jahren Schiffsjunge gewesen. Mhm. Und was waren so deine Reisen? Wohin bist du gereist als Schiffsjunge? Welche Gewässer kennst du? Welche Gewässer sind dir bekannt? Bin eigentlich schon überall gewesen, den Glan hoch und runter. Ja. Das war meine Hauptroute. Und dann den Jürg runter. Ja. Und natürlich wieder zurück. Eben aber wieder die Haupthandelsrouten. Ja. Und dann bin ich natürlich auch schon mal dem Ozean entlang gefahren. Ja, und was ist da am Ende des Ozeans? Das weiß keiner. Er starrt dich an. Gut, Rufus. eigentlich wollte ich Rufus bitten, dass er. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er 16 ist, weil er so eine kräftige Stimme hat. Bist du nicht ganz sicher, ob das die Wahrheit war? Ja. Aber ja. Halborks werden tatsächlich schneller erwachsen als Menschen. Rufus, ich würde mich freuen, wenn du mir den einen oder anderen Navigationstipps verrätst. Weil man muss sich ja mehrere Standbeine aufbauen. Ich weiß nicht, wie lange ich diesen Lifestyle noch leben kann. Also ich kann mir auch vorstellen, vorher war ich auf der Erde unterwegs. Also auf dem Boden jetzt. Ich kann mir auch vorstellen, auf dem Wasser mal unterwegs zu sein. Ah, ihr wollt anheuern. Was bedeutet das? Okay. Wenn man an einem... Wir müssen wirklich bei Null bei mir anfangen. Also, ich merke schon. Wenn ihr Teil einer Crew werden wollt, dann heuert ihr an. Dann würde ich gerne anheuern. In diesem Fall ist das unnötig, weil ihr seid schon da. Aber ihr könntet bei einem anderen Schiff anheuern. Ah, und dann müsste ich, und wird man dann genommen? Ist es schwer, angeheuert zu werden? Also. Ja, wie alt seid ihr denn? Ich bin, ich glaube, ich bin 22. Ich bin nämlich sicher. Also, bisschen alt. Wirklich? Um noch anzufangen mit der Seefahrt. Ja, aber ich lerne schnell. Ich lerne wirklich schnell. Also, ja. Er zieht so an seiner Pfeife ganz kurz so. Ja. Du darfst doch gar nicht rufen. Ja, mit 16. Ja. Lebt dann nur bis 32. Du solltest aufhören zu rauchen. Rufus, ich würde mich gerne zu dir gesellen. Du bist ein interessanter Kerl. Bitte sei mir nicht böse, wenn ich hier hin und wieder auf die Pelle rücke, weil ich bin neugierig, wie das Navigieren geht. Ja, nur zu. Okay, sehr gut. Ich schlafe. Ich bin raus. Du bist unten schläfst. Ich schlafe. Mach mal Constitution-Wurf, ob dir schlecht wird. Ja, das wäre jetzt die einzige Sache, die ich noch... Cool. Das, glaube ich, kann man... Ich bin halt wirklich inzwischen sehr, sehr weit davon weg. Nee. Eine 4. Ja. Dir wird ein bisschen unangenehm. Okay. Ja. Aber so, dass ich auch nicht mehr schlafen kann? Noch nicht. Du bist es ja gewohnt, dass dir übel ist, weil du öfter mal drogenmäßig übertreibst. Ja. Alkohol und so. Das heißt, es ist noch nicht so auf dem Level, wo du denkst, du könntest es nicht aufhalten. Ja, ich merke auch gerade, dass das ganz schön viel Scharlachbeerenpulver war. Ja, komm nicht ganz zur Ruhe gerade. Und das Schiff bewegt sich und die Hängematte schwingt ja mit. So, ne? Also ja, ich stehe wieder auf, jetzt bin ich genervt. Und die Luft, ich ja vorher nicht genervt Luft ist auch noch nicht so gut da. Nee, ist frech. Komm wieder hoch. Frische Luft. Ich gehe hoch und mecker dabei die ganze Zeit. Okay.
Wollt ihr noch irgendwas Besonderes machen? Ja, also im Prinzip, ja, ich bin halt einfach neugierig, was das für Leute sind. Also ich mache mich als nächstes auf den Weg zu Tenway, weil das einfach eine Gestalt ist, ne? Ja. Also der Typ ist wirklich ein Klopper. Ja. Ja, also wo befindet sich denn Tenway auf dem Schiff? Der ist gerade bei dem Hauptmast und... Ja, er ist der Mast. Er hält die Segel. legt Seile zusammen, macht solche Arbeiten gerade. Ich gehe zu Tenway und sag so jokehaftig so, was haben dir denn deine Eltern zu essen gegeben? Ich weiß nicht, was sie meinen. Nein, come on. Wirklich? Das ist deine Stimme? Er guckt dich schockiert an. Ja, komm, also das haben wir... Ich habe nicht mit der Stimme gerechnet. Du bist riesig, Tenway. Ja, ich habe auch nicht mit Ihnen gerechnet. Ja, jetzt sind wir beide hier. Oh Mann, jetzt habe ich mich auf den falschen Fuß mit dir erwischt. Ja, dein Joke war so gut. Er guckt dich wirklich sehr grimmig an jetzt. Ja. Oh Mann, ey. Übrigens, währenddessen fliegt Lula immer in Hörweite von Gumu, während er davon... Ja. So okay, Tenway, lachst du manchmal? Ja. Oh Gott, ich komme hier in Schwitzen. Also ich bin ja alleine irgendwo. Ja, sie steht irgendwo, du siehst sie, Mann. Das Schiff weiter runterstehen und sie scheint überhaupt nicht zu dir hinzugucken, aber manchmal lacht sie. Jetzt fühle ich mich schlecht, Tenway, es tut mir leid. Du kannst nicht für deine Stimme. Ich kann auch nicht, guck mal, ich kann nicht lesen. Jetzt habe ich das, weißt du, was ist schon mich. Gut, ich habe nur Spaß gemacht. Du bist so alt. Das ist mein Tenny, du. Ey, ist das ein, also ich bin verwirrt. Er ist ein großer, freundlicher Riese. Er ist ein großer, freundlicher Riese. Tenway muss aufpassen, sonst vergisst er einen Buchstaben, wenn du das so aufmachst. Wir haben nicht so viele Buchstaben zu verlieren. Du bist auch da. Ja, okay. Ja. Tenway, hast du früher Sport, warst du schon immer auch auf Schiffen wie der Rufus oder was der, ist so der alte Rufus, der ist der von uns, der am längsten auf Schiffen unterwegs ist. Ey, ich plumpse so wirklich auf den Boden. Ich plumpse so auf den Boden und bin so, hä? Ich sehe das und gehe sofort hin, weil ich weiß, dann müssen wir uns jetzt krumm kümmern. Guck mal, was ist denn los, sag mal? Wo ist denn dein ganzer Enthusiasmus hin? Auf einmal, kauerst du hier so? Ich muss mich einfach kurz sammeln. Okay. Aber die Crew, ist alles okay? Ja, die Crew ist sehr freundlich, aber verwirrt mich einfach nur ein bisschen. Okay, aber bei dir ist alles gut. Ja, bei mir ist alles gut. Ist nicht irgendwie schlecht oder so? Nee. Oder soll ich auch auf Constitution? Aber ich mache keinen Sinn. Ihr könnt tatsächlich mal ein Constitution, weil ihr seid alle keine Seefahrer. Und ihr seid jetzt schon so, ich sag mal, ihr seid jetzt ja auch langsam mal die nächste Stunde unterwegs. Meine siebte Elf in diesem Spiel gerade. Okay. Ist eine 9. 9 plus? Und Constitution Save ist eine 11. Ja, bei mir ist es. Also, ihr habt beide über 10 geschafft, ihr seid noch in Ordnung. Ja. Mir ist immer noch ein bisschen kottrig. Ja, aber nicht schlimm. Okay. Noch ist nicht schlimm. Also, ich gehe zu Dexa und stelle mich da einfach nur so, einfach so ein bisschen daneben. Jetzt nicht groß Diskussionen oder so anfangen, aber ich stelle mich da jetzt einfach mal so dahin. Du merkst, dass sie überhaupt nicht reagiert auf dich. Gar nicht. Okay. Also quasi, als wärst du nicht da. Playing hard to get. Ne? Wow. Ich warte ein bisschen in die Ruhe rein und sag dann, Dex, hast du auch vor, nach oben zu buckeln? Ich guck sie nicht an, während ich das frage. Ach, kommt keine Reaktion. Okay. Also nach oben. Entschuldigung, was hast du gesagt? Hm? Entschuldigung, ich war gerade etwas, Sind hier zwei NPCs, die so zwei... Ich habe mit meiner Krähe deinen Kumpel belauscht. Wie der sich vor der ganzen Besatzung blamiert hat. Moment. Wirklich, das kannst du? Kannst nur du das oder gibt's irgendwas, dass ich das auch... Weil dann bleibe ich hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob du dieses Ritual lernen kannst. Nee, ich weiß auch nicht. Ich weiß relativ. Ich mach das sehr viel nach Fühlen. Es geht nur, wenn du das Tier selbst beschworen hast. Mist. Ja. Aber war er mies dumm? So würde ich das nicht sagen, aber. Er war schön mies dumm. Oh Gott. Nein, was hat er gemacht? Er ist ein einfaches Gemüt. Ja, einfach in die dummen Wiedermacher. Der alte Steuermann hat ihm gesagt, er ist 16. Er hat geglaubt. Ich lache wirklich richtig laut. Ja. Oh, ist ja mega gut. Oh, das kannst du. Du kannst also quasi, das ist quasi dein verlängertes Ohr, wenn du das magst. Ein bisschen. Das ist verdammt cool. Ich wünsche manchmal, ich wäre länger an der Uni geblieben. Irgendwie sind die ganzen Uni-Zaubersprüche immer ein bisschen cooler als das, was ich kann. Ich kann Leute richtig doll zum Lachen bringen. Ja.
Aber du kannst Leute vielleicht auch. Du kannst wahrscheinlich auch Leute heilen mit deiner Kunst. Das haben wir ein paar Mal versucht. Das hat nicht so mega gut funktioniert. Du kannst aber Sachen anzünden. Und Feuer ist immer besser als heilen. Ich kann Leute belauschen. Das ist schon echt nicht verkehrt. Kann man Zauber einiges kombinieren? Aber das ist komisch, das mit dem Heilen, das haben wir an der Universität nie so richtig rausgefunden. Das scheint mehr so über diese, ne, so diese mehr intuitive Magie zu funktionieren, die Leute wie du haben oder Druiden. Interessant. Guck mal, jetzt lerne ich hier noch was. Wie lange bist du schon an der Universität? Oh, jetzt 7,5 Jahre. 7,5 Jahre? Ja. Das ist fast die Hälfte von hier Rufus seinem Leben. Wer kommt von der Seite dazu? Siebeneinhalb Jahre, das ist ja richtig lang. Na klar, ich bin auch. Wir haben es nicht geklärt, was ist das Fantasy-Äquivalent von einer Doktorandin? Ah, es gibt Doktor. Ja, genau. Doktortitel. Genau. Also, er hat wirklich nicht nur einen Schüler geschickt, sondern wirklich so dem er vertraut. Also, wie ist denn Larkin eigentlich so persönlich? So, würde mich auch mal interessieren. Ist er wirklich so immer. Hast du Larkin sein? Ja, wie ist er denn so persönlich? Ist er so. Weil ich habe manchmal das Gefühl, der ist eigentlich so ein Softie, ehrlich gesagt. Ja, aber dieses Unnahbar-Spielen. Nicht so sehr. Er ist ja auch schon alt, ne? Er ist ja wirklich schon länger dabei in. Ja. Ich sag mal so, es dauert eine Weile, sich seinen Respekt zu verdienen. Ja, das. Okay. Aber wenn man ihn mal hat, dann würde ich. Naja, Softie ist wahrscheinlich falsch, aber. Er ist so ein. Der ist ein Träumer, glaube ich, ne? Der sitzt da unter seinem Baum, liest da sein Büchlein, ne? Oder? Träume? Nee. Okay, dann habe ich da sagen. Ein verspielter Geist. Verspielter. Auf seine Art verspielt, ja. Aber auch sehr. Gleichgültig, indifferent. Du korrigierst mich, wenn ich irgendwas sage. Ist schon richtig so. Spannend, weil das ist ja. Worin promovierst du? Es war ja immer mein Traum, aber dann hat sich rausgestellt, dass ich gar nicht für die Universität gemacht bin. Ja. Ich arbeite an der Kunst der Divination. Hellsehen. Wow. Kannst du meine Zukunft. Kannst du. Hier, ich sag sofort meine Hand. Ich war auch sofort. Ich nehme sofort beide Hände. Ja. Oh nein. Was? Nee, ich möchte es nicht wissen. Es ist schlimm, es nicht zu wissen. Guck mal, wenn sie uns jetzt sagt, es ist. Nein, ich kann es euch nicht sagen. Das ist, wenn ihr das wisst. Nee, das kann nicht sein. Das ist. Nee, ich will es auch nicht wissen. Also ich lüge übrigens ohne Scheiße. Ja, es wird. Also eigentlich Zeit für Deception. Ja. Punkt. Ja, okay. Ja. Also von. Wie viel Uhr ist es gerade ungefähr? Gute Frage. So, ihr geht auf die Mittagszeit langsam zu, würde ich sagen. Naja, dann benutze ich keinen von meinen Important Rolls. Ja. Wer weiß, was heute noch passiert. 20 Deception? Nee, ist eine 8. Aber ich hab ganz gute. Naja, nee, ist eine 11. Okay. Und wir müssen dagegen würfeln, am I right? Ja. Mit was eigentlich? Wisdom Saving Throw, oder? Eine 1. Du kannst mir alle. Oh, du kannst nein! Mir wirklich. Wisdom Saving Throw, oder? Ich alles. Hätte jetzt Insight gesagt, aber du hast. Ah, ja, Insight, stimmt, sorry, richtig. Was hast du bei Insight? Eine 1. Ja, du hast eine 1 gewürfelt. Ich habe eine 1 gewürfelt. Das ist kritischer Quatsch. Oh. Wow! Wirklich sehr, sehr schön. Okay. Also Faruk, du weißt auf jeden Fall, dass ich totale Scheiße erzähle und das mit dem Handlesen. Ey, ich spreche nur verarscht auf diesem Boden. Ich raffe, dass du ihn verarscht und ich spiele Hardcore mit. Ja. Okay, so, also du hast meine Hand. Ich bin so, ich will es nicht wissen, aber ich will es doch wissen. Raus mit der Sprache. Komm. Du kannst. Ich sag nur so viel. Ich hoffe, dass wir Lady Darmignon innerhalb von 10 Tagen finden. Ah, ist nicht dein Ernst. Sonst. Sonst war's. Sonst war's, Dexter. Ich kann es nicht sagen. Wir haben unter Hellseherinnen so eine Art Ehrencode. Ja, wir sind auf Schiff, da gibt's keinen. Nee, 10 Tage. Wir haben noch 10 Tage zum Leben. Wenn wir es 10 Tage. Ich halte es nicht aus, Gumo. Ich kann keine Hände lesen, so funktioniert es nicht. Also, warte mal. Also 10 Tage. Nein, Gumo, Entschuldigung, ich habe dich angelogen. Ich habe gar nichts gesehen in deiner Hand. Wirklich nicht? Nee. Aber hast du dich jetzt. Das funktioniert so nicht. Das ist komplizierter. Okay. Also nichts. In meiner Hand hast du auch nichts gesehen, ne? Nee. Okay. Außer Schleim. Okay. Ja, das ist ja schleimig. Okay, aber das war jetzt nicht, weil meine Hand irgendwas falsch mit meiner Hand war oder so. Also ich habe jetzt gute, okay, Hände. Du hast eine ganz normale Menschen, solide Kämpferhand, würde ich sagen. Okay, ja. Aber du sagst mir auch die Wahrheit, ja? Du hast nichts Komisches jetzt erfahren und willst mir einfach Du musst ihn jetzt nicht schonen.
Ja. Du musst ihn jetzt nicht schon. Werde ich Gummer wiedersehen? Werde ich Gummer wiedersehen? Er glaubt das. Also er wird doch jetzt nicht aufhören, dir deine Hand zu teilen. Ja. Verlange mit ihm unterwegs. Du musst mir irgendwas sagen. Du musst ja irgendwas gesehen haben. Du, wir sind noch eine Weile zusammen auf diesem Schiff und ich glaube, es wäre scheiße, wenn wir uns nicht vertrauen können. Also nein, ich sehe in deiner Hand nichts. Du siehst keine Gummer. Ich sehe in deiner Hand überhaupt nichts. Ich sehe keine Gummer, aber ich sehe auch ich sehe auch keine Gummer. Ich sehe nichts. Okay, ich verstehe. Gut, aber ich danke trotzdem, dass du es versucht hast und mir die Wahrheit gesagt hast. ich schätze es sehr, dass du es dein Bestes gegeben hast und wir uns auf dieser Ehrlichkeitsebene treffen können. Ah, schön. Ich drehe mich um, setze mich hin und spiele einfach ein bisschen auf meiner Klampfe. Einfach nur um so ein bisschen Atmosphäre, bisschen so. Einfach, einfach so ein bisschen. Singst du so ein richtiges Lied oder? Nö, also hier ist wirklich ganz, ganz viel einfach nur ein bisschen Ambiente. Okay. Ich kann gerne einen Performance-Check dafür machen, aber ansonsten ist es wirklich einfach nur so ein bisschen. Wir müssen gerade mal kurz aus technischen Gründen eine kurze Unterbrechung machen. Okay. Aber vielleicht ist es auch ein guter Moment, weil. Das kannst du in der Nachbearbeitung rausschneiden. Ja. Jetzt in live ist halt zu sehen, ich muss mal deinen Sender ran. Oh, Freunde, jetzt rede ich los. Jetzt wird hier sozusagen gemacht. Das heißt, jetzt werden. Willst du unter meinen Rock? Nice, das ist so problematisch. Wow, das sieht mega weird aus. Hier ist mein Können wir nochmal die Totale haben, bitte? Nee, die Totale. Ja, sehr schön. Mhm. Und jetzt spielt ihr so ein bisschen so Pornhub-Musik ein. Was ist das Intro? So. Oh, das wird Mr. Sandman gesungen. Das war nicht die Pornhub-Musik. Sehr gut. Danke. Okay. Aber was ist die Pornhub-Musik? Das meiste sind doch jetzt so Amateur-Sachen, die sind ja einfach... Die haben aber alle einen Jingle. Bum, bum, irgendwie sowas in die Richtung. So ein Quatsch. Das ist viel besser produziert heutzutage. Ja. Meine Geschwister gucken zu, Leute. Ja, die haben keine Ahnung davon. Okay. Und wir sind zurück. In die Kamera. Und wir sind zurück, genau. Okay. Ihr kommt jetzt also ihr merkt, dass jetzt der Fluss ein bisschen ungestümer wird. Also das Schiff wackelt ein bisschen mehr, es kommt ein bisschen mehr Geschwindigkeit auf. Ihr merkt, wenn ihr vom Schiff runterguckt, dass das Wasser anfängt so ein bisschen so schneller zu laufen, so ein bisschen Strom. Und wenn ihr so in die Ferne guckt, seht ihr, dass nach so einer leichten Beuge, ihr fahrt jetzt langsam so eine leichte Kurve rum praktisch, seht ihr, dass da große Felsen im Wasser sind. Also wirklich sehr, sehr hoch. Ja? Also es sind so wie, als wäre da mal ein Berg gewesen, der so abgetragen wurde an den Seiten und jetzt so ganz schmal ist im Endeffekt. Aber es ist noch relativ viel und man muss sagen, der Fluss ist sehr breit. Der Fluss ist an der Stelle vielleicht 150 Meter breit. So ein bisschen wie der Rhein oder der Mississippi oder so, müsst ihr euch das vorstellen. Das ist wirklich ein breiter, breiter Fluss. Ja. Weirder Vergleich übrigens, Rhein und Mississippi. Sind noch ein bisschen auseinander. Irgendwo dazwischen. Nil, keine Ahnung. Auch ein sehr breiter Fluss. Auch ein sehr breiter Fluss. Aber in der Mitte von dem Fluss sind jetzt diese großen, großen Felsbrocken. Teilweise Türme, die sich auf bis so 10, 15, 20 Meter, was auch immer. Schwer abzuschätzen, wenn man so im Boot steht. Ja. Aber es ist sehr, sehr hoch. Wirft auch einen Schatten auf euch jetzt langsam. Und was wollt ihr tun? Also ich sag zu Rufus, Rufus wird ja sein Ding machen. Also der sieht ja diese... Du sagst zu Rufus wird sein Ding machen? Mach dein Ding, Rufus. Okay. Hey, ich sage Rufus, Berge voraus. Also ich schreie laut. wie laut? Also wirklich laut, damit er es hört. Du stehst halt vorne, er steht ganz hinten. Ja, ich sag Rufus, Berge voraus. Einer der Marines, der in der Nähe an euch dran steht, ist sofort so, das ist Fergus Felsen. Das ist Tenway von mir aus. Das ist Fergus Felsen, das ist kein Problem, aber wir müssen ein bisschen leise sein. Und dann geht er wieder weiter und macht seine Aufgaben. Warum? Hier ist es. Ich melde mich, so gesagt dabei Bitte sich um. Er ist gerade beschäftigt mit irgendwas. Und dann gehe ich zu ihm so, Tenway, also... Ich glaube dir, aber warum sollen wir leise sein? Oh, ist da jetzt irgendwie... Hier gibt es manchmal Probleme mit dem Wildleben. Definiere Wildleben, Tenway. Habt ihr schon mal von einem Tier gehört, das halb und halb ist? Das halb und... Tenway, ich bin halb Mensch, halb Schnecke. Ah, so ähnlich wie ihr. Ja. Ich bin halb Bling. Aber mehr... Halb Löwe und halb Adler. Wow. Halb Löwe und halb Adler. Ein Griffon. Ein Griffon. Griffon, okay. In manchen Dialekten sagt man auch Greif. Ein Greif. Und die fliegen da jetzt rum, oder was?
Nistplätze sind manchmal da oben. Nistplätze? Ja. Haben die, gebären die lebendig oder haben die Eier? Die haben Eier. Wenn wir jetzt also ein Ei von denen Moment, klauen. Meint ihr, sie sind sehr mutig oder sie haben Eier? Im Sinne von Geburt. Eier, dann haben sie Eier. Wenn, was ist, wenn wir jetzt, können wir da nicht verankern und welche klauen und die super teuer verkaufen oder einen aufziehen und Freunde werden? Also, es ist nicht so, dass es nie vorgekommen wäre, dass jemand ein Greifen gezähmt hätte. Aber ich weiß nicht, ob das eine sehr gute Idee ist. Kennt ihr euch mit sowas aus? Ja, ich war mal in der Uni. Entschuldigung, Leute, das hier ist eine Verfolgungsjagd. Ich weiß nicht, ob wir ankern sollten. Ich habe gestern Truthahn gegessen, das ist mein Bezug zu Greifen. Pass auf. Guck mal, die Idee war, dass wir schneller sind als Lady Damian. Ich weiß, das stimmt ja. Das stimmt ja prinzipiell alles, Dexter. Aber wir sind... Tenway meint, schneller sind wir sowieso. Die fährt auf so einer dicken alten Galeone. Guck mal, Dexter, pass auf. Wir sind, was viele Leute als unkonventionell und genial bezeichnen würden. Mhm. Also das Wort genial fällt schon wirklich auffallend oft. Wer sagt das so? Ah, das, du weißt ja, was die Leute reden. Da läuft man da und dann so, oh, genial. Und dann geht man weiter. Das irgendwann ist ja nur noch so nebenbei. Deswegen, Gummo, willst du ihn greifen? Also ich würde gerne mal so, hätte ich jetzt die Wahl, könnte ich einen Greifen sehen, könnte ich nicht den Greifen sehen. Dann will ich sogar haben. Gummo, so. Ich habe in deiner Hand gesehen, dass du von einem Greifen umgebracht wirst. Ich glaube, da wird Deception-Check fällig, tatsächlich. Nee, das war ja der, er hat ja... Also nee, sie hat ja die Wahrheit gesagt. Jetzt wäre ein Deception-Check fällig. Jetzt muss ich, Sie muss einen Deception-Check machen und du musst Insight würfeln. Naja, vergiss es. Eine 2. Plus, ja, also würfel trotzdem mal, wenn du jetzt eine 1 würfelst, dann... glaube ich, dann doch eine... Also es ist eine 5, aber... Naja. Da ist die... Ja, easy. 12. Ich sage ganz selbstbewusst, ich habe... Also ich habe schon mal gesehen, ich kenne die Schwachstelle von Greifen. Du hast schon mal einen Eulenbär getötet. Getötet. Das juckt ihn gar nicht. Ist alles okay, ich glaube, dass du einen Greifen und auch einen Eulenbär und auch alles mögliche töten kannst. Nee, ich beweise es dir. Nein, wir fangen hier jetzt... Wir schauen hier jetzt ganz leise durch, kriegen keinen Stress mit den Greifen und verfolgen Lady Damio. Ich kann richtig gut klettern. Die Felsen sind glatt. Da bin ich einfach schwubbi. Dann nehme ich da ein paar Eier mit. Oder sind wir reich? Denkst du, was glaubst du denn, was man für Greifeneier auf dem Schwarzmarkt kriegt? 8, 9 Gold! Mehr tatsächlich. Deutlich mehr. Ja. Aber ich glaube, es war nur. Können wir das nicht auf dem Rückweg machen? Und sind die nicht. Sind die nur? Aber dann wirklich. Wenn wir es auf dem Rückweg machen, ja. Aber dann wirklich. Okay. Ich halte mich da raus. Mir ist beides recht, ehrlich. Ich möchte sagen, ich bin fast schon enttäuscht, dass du kein Interesse an einem Greifenei hast. Das verwundert mich. Ich dachte. Man kann Greifen reiten, das weißt du, ne? Echt? Ja. Ich dachte wirklich, ich wäre mit einem anderen Abenteurer unterwegs. Nein. Ja. Ich könnte. Du bist so groß wie ein Löwe mit Flügeln. Ich könnte quasi neben dem. Ja. Dann haben wir das Problem gelöst, wie ich auf das Schiff komme. Gummo, du musst dir jetzt überlegen. Wir holen uns jetzt den Greifen. Bist du Dienstleister? Dann bist du Abenteurer. Darf ich laut schreien, damit er zu uns kommt? Oh Gott, nein, bist du. Du darfst alles. Nein, das würde ich machen. Wir müssen, glaube ich, erstmal mit dem Captain. Nee, ich kann ja nicht. Kann man aus Versehen ankern? Ich kann ja nicht den Greifen zähmen, der angeflogen kommt. Weil das ist vielleicht wir müssten halt ein Kind von denen klauen. Ja, aber ich meine, so wurde ich ja auch mitgenommen. Von daher, also. So ist der Kreis des Lebens. Ja. Kinder werden geboren, Kinder werden geraubt. Kinder werden erwachsen und rauben andere Kinder. Dexter lehnt einfach auf der Reling. Can you feel the love tonight? Okay, naja, vielleicht war ich auch ein bisschen übermütig. Ich bin noch unter dem Einfluss illegaler Substanzen. Das möchte ich einmal der Offenheit einfach jetzt sagen. Vielleicht machen wir das doch lieber beim Rückweg. Aber ich hätte gern Greifen. Ihr hört so ein bisschen durch das Tal, wo ihr jetzt euch... Also ihr seid ja, ne, der Fels spaltet so ein bisschen die... Nicht ein bisschen, er spaltet den Fluss. Und es gibt so zwei Varianten, links oder rechts. Ne? Und ihr hört irgendwo von oben so ein... Aber so ein ganz tiefes, ich kann das nicht nachmachen, das ist zu tief. Ja. Geräusch. Ja. Aber mehr passiert nicht. Okay, ich guck nach oben, sehe ich denn Greifen? Da fliegen? Hat Rufus eine hier?
Eine Drehflasche? Eine Dreh, ein... Eine Flasche mit Schraubverschluss? Wie heißt denn das nochmal? Teleskop? Teleskop? Ja. Nee. Also doch, es auch gibt, Teleskop. Ja, es gibt Teleskop. Auch Teleskop. Ich sage, Fernglas. Sag, Rufus, eher, aber Teleskop. Siehst du was, hast du das gehört? Siehst du was in der Ferne? Siehst du was beim Felsen? So, der Felsen ist noch da. Das ist Fergus Rock. Ja, aber ist da ein Greif? Ich will gerne mal einen Greif sehen. Ich glaube nicht, dass ihr einen Greif sehen wollt. So ein bisschen jetzt zu Whale-Watching geworden. Aber es ist doch voll spannend. Ich habe noch nie einen Greifen gesehen. Ja, meistens, wenn man die sieht, endet es sich gut. Ich weiß auch nicht, warum er sich so da reingebissen hat. Ja, sorry. Ich finde es aufregend. Ja. Ich möchte jetzt mal sagen, das mit der hier, der Lady, der ist auch nicht so spannend. Das ist auch wieder nur Geld. Warte mal ganz kurz. Aber Geld ist dir doch mit Abstand am wichtigsten. Aber ich habe außerdem wollen vier Eier verkaufen. Ja. Ich bin halb in Birnbaum. Ja, das ist der Moment, wo ich sagen sollte, als Spieler will ich natürlich, dass du Scheiße mit dem Greifen machst. Aber na, dann machen wir das nicht. Offensichtlich hat hier keiner Interesse dran. Ich gehe, ich sage das, drehe mich um und gehe zum Captain. Okay. Captain, ich habe gehört, da oben gibt es Greifeneier. Ja. Warum ankern wir nicht und klauen welche? Weil das eine richtig dumme Idee ist. Warum denn? Es ist sehr gefährlich. Wie gefährlich? Und durchaus sehr gefährlich. Skala von 1 bis 10, Gefährlichkeitsskala. Ich 10 sagen, ist jetzt mir Nein sagen. Eine solide 7. Das ist richtig viel. Richtig viel. Ich meine, es kommt auch an, wie gut ihr klettern könnt. Ich kann hervorragend klettern. Dann ist es vielleicht unfassbar, kann ich klettern. Gar nicht so dumm. Aber auch nur dann. Und wenn ihr sehr still sein könnt. Ich kann so still sein. Und während ich das sage, gehe ich so ganz langsam einmal von links nach rechts, dass er merkt, dass ich kein Geräusch dabei mache. Jetzt denke ich auch noch drüber nach, aber so einen tierischen Begleiter, eigentlich also muss man wachsen, warten, bis er wächst. Also irgendwann bei Staffel 7 ist er dann ausgewachsen, kann uns helfen. Ja, das ist aber wenn wir bei so Staffel Tiere wachsen schneller als Menschen. Aber wirklich? Na, wie Hunde. Hunde wachsen auch schneller als Menschen. Ja. Wow, stell dir mal vor, das ist wirklich... Also, stell dir mal vor. Also so wild lebende Tiere, die sind ja meistens innerhalb von 1 bis 2 Jahren erwachsen. Ey, ich möchte, meine Statue ist dann ich auf diesen Greifen mit einem Buch. Also das ist ja die beste Statue. Ihr hört wieder von oben, weil er jetzt so aufgeregt redet, hört ihr von oben wieder so ein Ah! Okay, vielleicht habe ich mich hier thematisch auch verrannt, aber ich merke auch, es gibt gewisse Interessen. Ich bin nicht der Einzige, der das ganz gut findet, aber ich halte vielleicht lieber meine Klappe. Okay, wie ihr wollt. Dann machen wir das langweilig. Ich versuche einen Perception-Wurf zu machen zu den Klippen, ob ich irgendwas sehe. Ob das die Sache ist. Eine 18 plus 1 ist eine 19. Ja, du glaubst, ganz oben auf einem der Felsen so Bewegung zu sehen, auf jeden Fall. Ich meine, es könnte auch ein Adler sein oder so. Ist ein bisschen schwer von der Entfernung und so. Du siehst definitiv irgendwie so ein bisschen Gefieder von weitem. Ah, okay. Gumo hat ja Knowledge Nature. Ja. Das heißt, ich frage dich immer, guck mal, wie groß ist so ein Greif überhaupt? Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ja, so. Ich kenne das immer nur aus Liedern. Der ist, also du hast schon mal den Owlbear gesehen, ne? Ja, der war riesig. Der ist halt, er hat von dem Körpervolumen her ein bisschen kleiner, ist halt wie so ein Löwe, aber halt mit Flügeln eines Adlers. Also, und dem Kopf eines Adlers. Und des Kopf, ja, genau. Also ungefähr so groß wie ein dünner Owlbear. Ja, kann man sich auch, aber halt, wenn er die Flügel ausspannt, wesentlich größer. Also. Ja, aber du hast ja schon mal einen Owlbear alleine getötet. Was ist denn da ein Greif, Mensch? Ich habe noch nie gegen den Greifen gekämpft, muss ich sagen. Ich habe vorhin behauptet, dass ich die Schwachstelle des Greifen kenne. Nee, aber es ist schon lange her, dass ich gegen den Greifen gekämpft habe. Und ich muss dir sagen, das sind garstige Viecher. Redet ihr immer noch über den Greifen? Ja. Kannst du deinen Raben hochschicken und gucken, ob wir da was gibt? Das kann ich machen, aber ich habe keine Lust, dass Lula von einem Greifen gekillt wird. Den kannst du doch wieder... Ich kann sie wieder beschwören, aber das kostet. Das kostet Weihrauch, Kohle. Ja, ich habe übelst viel Geld. Kräuter. Ja, die habe ich nicht dabei. Okay, aber Lula gerne für sinnvollere Sachen verwenden. Okay. Also nur damit du das weißt, du hast vorhin... Also, nichts. Ich weiß gar nicht, wem ich was glauben soll. Eine 16, andere... Er hätte sie nicht getötet. Es ist ein solider Punkt. Na gut. Wir müssen jetzt schon lange an den Felsen vorbeigefahren sein. Nee, das ist so eine lange Gebirgskette. So. Ja. Na, Gebirgskette ist ein bisschen viel, aber ja. Es ist schon... das geht eine Weile so. Also das ist jetzt nicht sofort vorbei. Das ist so, ja. Ihr seht, dass es auch noch eine Weile so weitergeht. Es wird immer wieder unterbrochen, fängt wieder neu an.
Es sind halt immer so einzelne große Felsen, die so dazwischen stehen. Und wenn du Lola da hochfliegen lassen würdest, dann würden wir doch wissen, in welchem Nest Eier sind und wo keine Greifen gerade sind. Aber wir haben ja beide, wir haben ja alle was gehört. Da sind ja anscheinend die Mamas gerade zu Hause. Ja, das wissen wir ja nicht. Vielleicht ist das die Mama von dem einen. Aber was juckt denn die Mama von dem einen, ne? Ich weiß, das könnten auch die Geräusche von Küken sein. Die sind ja auch nicht klein. Ah, okay, das weiß ich natürlich als Charakter überhaupt. Das kann ich überhaupt nicht einordnen. Also, Wie gesagt, ich habe mich vielleicht auch verrannt. Dann machen wir das nicht. Ich weiß es nicht. Ich hätte so gerne einen Greifen, Kumo. Stell dir das mal vor. Nee, also ich würde einen Song für uns drei schreiben. Ja. Zum Greifen nah? Wow. Zum Greifen nah. Das ist... Wow. Ist dir klar, dass Faru gerade glaubt, ihm wäre das eingefallen und er wird jetzt richtig penetrant? Ja, nur deswegen. Vom Universum so eine Eingabe gehabt. Zum Greifen nah. Wow, ich mache jetzt nochmal die Reflexion. Nein. Das war gerade so wegen. Joke gehört, Joke wiederholt, nochmal ein Lacher eingefallen. Ja, wow. Nee, ist okay. Mach nee, zum Greifen nah. Ihr müsst mich halt da irgendwie hochbringen oder so. Naja, komm mal. Komm mit einem Ei zurück. Es ist ja glatt. Ich kann ja gut klettern. An glatten Oberflächen, Gumo, weißt du doch, bin ich ja hier. Ja, aber wenn der dich dann erstmal anvisiert hat, ja. Du, was machst denn dann? Lass mich fallen. Und dann? Dann falle ich. Und dann plumpst du... Ins Wasser? Ja. Dann schwimmst du oder holst mich? Naja, schwimmen, ich kann treiben. Kannst treiben. Wie viel weiß, also funktioniert Fallschaden für Schnecken genauso wie für andere Wesen? Naja, du hast ja eine besondere Eigenschaft, nämlich, dass du keine Knochen hast in dem eigentlichen Sinne. Das ist es nämlich, bei mir bricht sich nichts. Deswegen hättest du dann Resistance da drauf. Also genau. Mal von Spieler zu Linienrichter wechseln? Hast du nicht einen Ring of Feather voll? Wow. Wow, wir haben den... Endlich. Endlich habe ich keinen Kommentar mehr, sondern... Spieler, ist alles fein. Das ist ein Spieler-Kommentar. Ja, aber Dexter weiß das ja nicht. Ja, aber also, du kannst... Das meine ich. Das kann man schon machen. Du hast vollkommen recht. Nee, ich finde, jetzt müsste jemand ein Machwort sprechen. Entweder wir ziehen diesen Plan durch oder wir ziehen nicht durch. Und ich finde, du solltest es machen, weil du hast dieses Thema geschafft. Also ich sage als Georg, wenn ihr das macht, würde euch Dexter natürlich zähneknirschend helfen. Ja. Ja. Sag das doch als Dexter. Nee, weil Dexter will ja nicht... Ja, Dexter will das nicht machen. Auf gar keinen Fall. Der hat einen Auftrag. Wisst ihr was? Man ist nur einmal jung. Wisst ihr was? Ich glaube, die Götter sind uns gerade hold. Oh Gott. Die Lathander ist mit uns auf jeden Fall. Lathander ist mit uns. Colin. Genau, Colin? Wie in meiner Vision. Colin. Du, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen schwierig, worum ich dich bitten werde. Ja. Aber könnten wir ankern? Weil ich würde ehrlich gesagt gern versuchen, eins der Eier zu mopsen. 30 Minuten allerhöchstens. Guck dich an, als wärst du ein bisschen verrückt. Ich meine, streng genommen habt ihr das Kommando über dieses Schiff. Oh, du wirst es so bereuen, das gesagt zu haben. Aber das bedeutet nicht, dass ihr einfach... Ich meine, wir haben eine Mission. Na, sicher haben wir eine Mission. Und zwar uns einen Greifwal zu besorgen. Er seufzt. Das hätte ich nicht sagen sollen. Ich zieh mir, fang mir an, Dinge auszuziehen. Weil ich jetzt schon gleich fragen, wie hoch sind die Felsen ungefähr? Ja, das kommt ein bisschen an, was ihr euch aussucht. Also die, wo ihr jetzt ein bisschen was gesehen habt aus der Entfernung, die sind schon so 10 Meter hoch mindestens. Okay. 10 Meter? Das ist eigentlich gar nicht so viel. Also über der Wasseroberfläche beginnend, meine ich jetzt nochmal. Ja. 10 Meter dazu. Ja. Oder sagen wir mal 15. Ja. Mhm. Das ist schon echt hoch, ne? Gibt es... Genau, also Dexter, ich fängt jetzt auch an, so einmal die Lage zu checken, wo sie als nicht so gut gerüstete, herzlich willkommen bei uns. Jetzt geht's los, Dexter. Ich nehme an, es gibt so einen Ausguck, so ein Crow's Nest. Aber da muss man tatsächlich ein bisschen klettern können. Ja, das ist kein Crow's Nest da oben. Nee, das ist einfach nur die obere Takelage. Genau. Gibt's nicht. Also du kannst, aber Leute, die, also Seefahrer klettern sowas hoch und stehen da oben drauf, ne? So die haben alle Jack Sparrow gesehen. So lässig und gucken, was da vorne ist. Ja, wie lässig sie das tun, ist ihnen überlassen. Die können das auch verkrampft machen, aber es geht. Überlege ja nur, wie ist denn der Seegang? Wie ist denn das Wasser gerade? Ist es aufgewühlt? Ist, kann man geht so. Es ist halt eine starke Strömung, weil halt da Felsen in der Mitte sind, die teilen das Wasser so auf. Wir sind ja zusammen mal auf einem kleinen Boot den Dings hier runtergefahren, den Fluss. Bei Falcon's Hollow. Ja. Kannst du dich noch erinnern, ja. Wir haben eigentlich Wassererfahrung. Ich würde auch sagen, dass ich Vollprofi bin. Ja. Also dürfte ich das jetzt. Also. Ja.
Dexter, ich brauche eigentlich hauptsächlich deine Hilfe. Gummo, ich würde sagen, du bleibst hier, ich mache mich unsichtbar, dann... Ja, das klingt nach einem guten Plan, ja. Oder? Ich, oder ihr dürft mich jetzt noch korrigieren, ob also da ein Fehler Captain drin ist. Also Captain Bullington starte ich einfach nur mit offenem Mund an. Also nach... Das ist euer Plan. Na, ich bin also, doch unsichtbar dann, Mensch. Also wenn es unsichtbar ist, kann man nicht sehen. Ich würde erst... Denken, Captain. Ich würde erst... Gut, wenn ihr das sagt. Und dann machen. Okay. Aber nicht umgekehrt. Da hast du recht. Und was soll ich dabei machen? Es würde mir sehr, sehr helfen, wenn... Ich möchte natürlich Lola auch nicht in Gefahr bringen. Aber vielleicht könntest du irgendwo rausfinden, wo es ein unbewachtes Nest gibt. Dann würde ich da nämlich so ein Eichen rausrollen lassen und mich dann wieder nach unten schlawinern. Ich bin ja unsichtbar. Die sehen mich doch nicht, Mensch. Ja, das Greifen verstehen doch Magie nicht. Die würden ja denken, dass das der Wind ist. Ich kann auch Geräusche vom Wind machen. Während du redest, siehst du schon, dass ich meine Augen so nach innen drehen. Und wow. Also nicht wirklich, aber so ein bisschen halt so. Wow. Und dass ich offensichtlich gedanklich nicht mehr da bin. Ja. Und ich würde Lula wirklich in sehr sicherer Entfernung einmal so ein bisschen da um die Felsen fliegen lassen und die Lage checken. Also bis zu 100 Fuß kann ich durch ihre Augen sehen. Ja. Wenn ich weiter muss, dann kann sie das halt auch machen und mir danach Bericht erstatten. Metern sind durch drei, ne? 33 Meter. Ja, das reicht. Genau. Du musst ja auch nur auf eine gewisse Höhe kommen, damit du darauf gucken kannst. Und tatsächlich ist es so, nicht unweit von euch ist ein Felsen mit einem Gelege, wo jetzt erstmal kein Greif zu sehen ist. Bei dem anderen Gelege davor, wo ihr schon vorbei seid, wo ihr auch das Gefieder so ein bisschen gesehen habt, da ist tatsächlich ein Küken drin. Die sind aber auch schon so groß wie eine dänische Dogge ungefähr. Oh! Und haben auch schon einen ordentlichen Schnabel und Klauen. Ja. Aber da gibt es, wie gesagt, es gibt mindestens ein Nest, was ihr jetzt seht, wo kein Greifen-Elternteil zu sehen ist. Aber Eier. Aber Eier. Ich bin ja quasi raus gerade aus der Sache, ne? Ich bin also noch. Naja, ich glaube, es wird zu gefährlich, wenn du mitkommst. Ja. Weil dich sieht man. Nicht, ja, ja. Sieht man halt nicht. Ist am wenigsten gefährlich. Nee, alles gut. Nee, also wirklich, also ich war nur neugierig, ob ich irgendwie helfen kann. Aber wenn ich nicht helfen kann, dann achte ich quasi auf die anderen Seite. Also ich gehe wieder zu Rufus und gucke vorgehen also über die Schulter. Okay. Rufus guckt dich an. Vielleicht mannt ihr besser die Balliste. Ja, mache ich sehr gerne. Ja. Also ich gehe zur Ballista und spanne quasi einen Bolzen in die Ballista. Mach einen Geschicklichkeitstest. Ist eine 6, glaube ich, oder eine 9, ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, es ist eine 9. Hm? Plus Dexterity? Nee, doch. Plus 3 ist eine 12. Okay. Es gibt so einen kleinen Moment, wo dir das fast aus der Hand rutscht und du wahrscheinlich einen Bolzen einfach durch die Hand. Ich kill den Ding. Aber dann spannst du das. Ja, sehr gut. Erfolgreich. Ja, dann bin ich wirklich gerade so. Ich bin gefasst. Ich bin wirklich gespannt. Ein Teil mir denken sich gleich, es gibt, könnte auch gleich Ärger geben. Oh also, ja, das kann gleich richtig Ärger geben. Okay, meine Lieben. Ja, also die haben einen Anker, Anker tatsächlich. Ja. Die Marines sind alle ein bisschen skeptisch, was die ganze Sache angeht und laden Armbrüste. Sehr gut. Weil sie sich so denken, also du siehst denen an, dass die alle nicht so, aber ich meine, die sind Marines, die machen, was ihnen gesagt wird. Ja. Ja. Männer und Frauen, heute Nacht werden wir Helden. Und ich zieh mich aus. Ich glaube, ich habe ihn dann. Ja, ich möchte so viel wie möglich Schleim an die Oberfläche kriegen. Das macht Sinn. Das ist Kannst mein du auch Plan. Deine Schleimproduktion ankurbeln? Das heißt, da hast du auch keine Rüstung mehr. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern mal Schleim. Ja, dann mache ich mich natürlich unsichtbar, aber erst nachdem ich mich ausgezogen habe. Ja. Ganz wichtig. Weil ich bin immer noch ein Creep. Und ja, ein Teil der Marines, die das so sehen, sind auch so, ja. Und dann, Das Einzige, was man noch sieht an meinem, also Nucky-Dye-Körper, ist natürlich mein Ring. Für den Fallschaden. Ja, ja. Und ansonsten würde ich sagen... Du hast auch noch einen Ring of Protection, oder? Ja, den habe ich auch noch dran. Kannst du auch noch anbehalten. Du, sicher ist das hier. Das ist sicheres Unterfangen. Gut, zum Schwimmen muss man tatsächlich möglichst alle Klamotten ausziehen. Ja. Das heißt, ich fange dann jetzt an zu schwimmen. Ja. Ich bin kein guter Schwimmer. Ach, es geht. Du hast ja im Prinzip einen Schwanz hinten. Ja. Du kannst dich wie so ein Krokodil oder sowas. Ich bin richtig guter Schwimmer. Ja.
Nee, es ist okay. Naturtalent. Also, du bist definitiv nicht im Nachteil dadurch, ja, mit deinem Körperbau. Na, dann klatsche ich meinen stromlinienförmig. Dann klatsche ich meinen kleinen sexy Körper daran und dann versuche ich mich nach oben zu schlawinern. Gut, aber du musst trotzdem Athletics checken, ob du jetzt von der Strömung weggetrieben wirst. Absolut, absolut. Und ich bin übrigens unsichtbar dann. Oh, ich bin ja so tot gleich. Du wirst unsichtbar von der Strömung weggerissen. Normalerweise kann ich dir dann helfen, aber ich kann dir dann nicht helfen, ne? Also 5 plus 1 6 Ja. Puh. Kommst du so ein Strudel in so ein Ding hier? Also du fängst tatsächlich an abzutreiben vom Pfad. Mhm. Ich würde dir jetzt noch mal einen Rettungsversuch, aber du merkst, oh fuck. Oh ja, meine Idee war gar nicht ganz so kurz, mega gut. Du bist unsichtbar, also ich kann, ich kann ihn nicht sehen. Okay? Nein, ihr könnt mich alle nicht, ich habe nichts an. Der Plan war uns unsichtbar. Du musst nach einem kleinen Ring Ausschau halten. Ja. Ich mach meine Hand in die Luft. Du kannst es nicht. Oh Gott. Okay, eine 19, dann eine 20. Okay, du rettest es gerade nochmal. Du brauchst jetzt etwas Zeit verloren, aber du schaffst es dann doch nochmal. Und du kommst an und klatscht dich wirklich so ran an den Felsen, so gut du kannst, mit deiner Klebefläche. Ja. Deiner schneckischen Klebefläche. Ja. Und was hat mir gesagt, du hast Climb Speed, ne? Ich hab einfach Advantage auf Klettern. Okay. Das ist das Ding. Das heißt, du musst da immer noch hoch. Ich muss da immer noch hoch. Absolut. Du, es ist mir ein Greifenfreund, ist mir das wert. Oder Freundin. Wissen wir ja noch nicht. Das sind so, was haben wir gesagt, 15 Meter sind. 10 meintest du, Quinn. Ja, 10, 15. Da brauchst du schon ein bisschen. Wir einigen uns auf 12. Ja. Wie viel Fuß sind das nochmal? 10? 30. 30 ungefähr. Bisschen mehr als 30. Okay. Das schaffst du so in 2 Runden ungefähr. Hm? Oder? Nee, du hast einen verlangsamten Speed. Das schaffst du in 3 Runden. Aber du musst bitte 3-mal würfeln. Das macht Sinn. Dreimal mit Advantage. Dreimal mit Advantage Climb. Ach du Scheiße. Das ist ja eine Riese, das ist ja nicht nur einfach niemals komme ich da hoch, Freunde. Das macht ja Sinn, dreimal zu würfeln. Ja, ja, das ist einfach keine, das ist nicht eine perfekte. 20. Ich bin sofort oben. Nee, das ich möchte, dass die Regeln ein bisschen gebogen werden. Erste Etappe. Ich bin unsichtbar. Ihr seht nicht mal, wie gut ich klettere. Ja. Das nervt mich gerade am meisten. Sechser, was ihr seht, ich sag, Sechser, glaubst du, er schafft das? Was ihr seht, ist, dass da so eine komische Spur langsam hochläuft an dem Felsen. Und zwar ziemlich zügig. Mhm. Das kann man auch mal dann laut erwähnen. Sechser, Eddie, glaubst du, er schafft das? Ich hoff's. Ich weiß nicht, wir können ihn ja nicht sehen. Ich kann unsichtbare Sachen sehen, aber nicht heute. 13 plus 1, eine 14? Ich hab diesen Zauber heute nicht geübt. Ja, das reicht auch. Eine 9 plus 1, eine 10. Das wird immer schwieriger. Das Advantage, macht, du musst zweimal würfeln. Ja, das macht gar Sinn. Das ist immer. Eine 1. Was also, war das Das höchste war eine 10. Ja, also, ich fürchte, du rutscht einmal wieder runter. Ja. Ja, aber du fällst nicht. Das heißt, ich. Nochmal? Ja. Das ist ganz schön anstrengend gerade, du. Ja, ja. Zum Glück. Auch wenn das jetzt so weitergeht, wirst du exhausted. Ja, ja, ich bin volle Möhre auf Scharlach, Ben Pulver. Ja. Ich habe noch ein bisschen was in mir. Stimmt. 19 plus 1, 20. Okay, von mir aus. Du kommst oben an. Ja. Ja, du ziehst dich so mit einem Arm hoch. Ihr seht übrigens die Spur so hoch, dann einmal so weird schräg nach unten, dann wieder die nach oben. Die Aktie fällt nicht, sie geht wieder nach oben. Ja, du hast so ein weirdes Blitzsymbol in den Dings gemacht. Ich glaube, du hörst auch dadurch, dass wir die Spur so ein bisschen verzögert sehen, so kurz nachdem du dich gefangen hast von uns. Ja, ja, genau. Jetzt bin ich oben. Jetzt bist du oben, ja. Mhm. Und da ist tatsächlich so ein bisschen Platz. Das ist so eine, ich sag mal, so eine 3 Meter Durchmesser, 4 Meter Durchmesser Plattform da oben praktisch. Und da ist ein großes, großes Nest drin mit sehr, sehr großen Eiern. Okay. Um das mal zu sagen, also das ist jetzt nicht wie ein Straußenei oder so. Sondern? Also das ist schon, du bist fast klein. Nee, du bist nicht kleiner. Nee, ich bin normal. Aber für dich ist das schon so die halbe Körpergröße. Uiuiui. Oder sogar ein bisschen mehr. Das okay. Ist ganz schön krass. Also das Ding, das Ei selber ist schon einen Meter hoch. Muss ich jetzt nochmal einen Stärke-Check machen zum Tragen? Es kommt drauf an, was du jetzt machen willst damit. Also weil du hast dein Bag of Holding nicht mitgenommen. Du hast gesagt, du ziehst dich komplett aus. Ey, Tatsache. Und lässt alles da. Ich bin so dumm. Das wäre jetzt easy peasy für dich gewesen, ne? Ich bin so unfassbar dumm. Du musst es sogar durch. Du musst nicht nur die Wand runterklettern. Nein, ich habe den Ring, ich kann mich fallen lassen. Ich falle ja dann wie eine Feder. Das stimmt. Ich gehe dann quasi nah an die Wand und lass mich dann so runterfallen, sodass du aussehen würde, als würde das. Fuck. Das war aber. Können wir so tun, als würde das meinem Charakter im Spiel auffallen und man hört so ein leises. Ja. Ihr hört ein weirdes, leises Klatschgeräusch durch die Scheibe. Naja, dann Stärke-Check. Ich muss ja irgendwie hochkriegen. Ja. Ach, komm, ich hab
keine Stärke. Du würfelst heute sehr, sehr viel. Ja, ich würfel auch bis jetzt auch ganz gut, überraschenderweise. Ja, das kann man auch sagen. 13? Ja, okay. Ich glaube, keine Stärke. Nein, 0. 13. Ja, sehr, du sehr fängst gut, an, das Ei so ein bisschen in die richtige Richtung zu rollen und so ein bisschen hochzuheben. Du hast es noch nicht so richtig zu fassen gekriegt, weil es ist auch komisch zu greifen. Ja. Es ist so groß und rund und auch ein bisschen erstaunlich, nicht so trocken, wie man denkt. Ah, ein interessant. Ein bisschen glitsch ist dran. Und du kommst so langsam zum Abgrund. Okay. Zum Brunner, ja. Also wenn ich das jetzt hab, dann nehme ich... Trägst du oder rollst du? Na, das ist jetzt schwer zu beschreiben. Also es ist eher ein Tragen als ein Rollen. Ja. Rollen macht Geräusche, Tragen nicht. Mhm. So, das heißt, ich hab das jetzt so... Warte mal, wie viele Runden hast du jetzt? 4. Ja, okay. Meine 4. Runde jetzt. Mhm. Ja. Ja, jetzt würde ich mich ehrlich gesagt ganz gerne runterfallen lassen. Okay. Mit dem Ei in der Hand. Ich hoffe, dass es nicht kaputt geht. Das ist interessant, ob ein Featherfall-Ring sowas... ist nicht wirklich dein Inventory. Weil es macht... Boah, es ist so schwer. Es ist. Es kann halt sein, dass das Ei kaputt geht und nicht fallen lässt. Weil ich zufällig schneller falle, als man denkt? Oder was ist der Punkt? Also ich würde das jetzt so vorstellen. Ich würde vermuten, das Ei will halt trotzdem schneller fallen. Also du musst das Ei halt festhalten, während du fällst. Ja, ich würde auf jeden Fall versuchen, das Ei festzuhalten dabei. Oder? Okay. Können wir so machen. Dann würde ich sagen, mach mal noch einen Stärke-Check. Wow. Also bin so weit gekommen. Willst du? Bin so weit gekommen. Ich will es nicht kaputt machen. Das wird oh, vor allem also dann alle schreit übrigens, das. Alle dann schreit es, wenn es kaputt geht. Alle auf den. Kommt der Greif, du hast einfach diesen Spiegelei gemacht. Dann kommt die Greifmama, sieht das aus ihrem. Alter, dann ist. Ja, aber die weiß das ja nicht. Es kann der Wind gewesen sein. Ja. Dann mache ich wieder. Ja. Also alle auf dem Schiff gucken jetzt gebannt zu, ne? Ah, komm, ihr seht ein schwebendes Ei. Ganz kurz, das ist ja fast schon eine Performance. Ja. Ich stimme kann ich einen Performance-Wurf machen? Ich mache nur Spaß. Du kannst dir selber einen Würfel geben. Mit dem Ballistikgerät auf das Ei. Das werde ich ehrlich gesagt auch machen. Danke übrigens für den Punkt, ich werde eine Bardic Music oder eine Bardic Inspiration benutzen. Ja. Kannst du selber. Du weißt, dass du aber auch ein bisschen was performen musst dafür. Ja, aber performen ist ja bei Faruk. Ja. Ich meine, das ist ja eine Performance bei mir. Okay. Das ist ja leise. Du willst einen Tanz machen. Genau, für mich selber. Okay. Jetzt zieht's mir gleich die Augen weg, du. Okay. Ich bin wirklich gespannt. Also ein D8 mehr. Ein D8 das sind jetzt mehr. Unglaublich wichtige Würfe. Ja. Was? Wehe, das Vieh hält mich nicht für seine Mutter, Alter. Mehr gemacht als die Mutter. Jetzt schon. Komm, Baby. Einfach nur keinen Riesenscheiß. Nur keinen Riesenscheiß. Eine 12. Okay. Dann machen wir noch einen schönen D8 dazu. Na komm. Eine 3 ist eine 15. Ja. Stärke hast du ja nicht, ne? Nee, Stärke hast du. Gut, 15. Um das Ei festzuhalten, mach ich noch einen. Okay, ja. Also du, die Sache ist die, du hast das Ei ja schon in der Hand. Ja. Du machst jetzt einen Eiertanz. Mach einen Eiertanz. Rum, ihr seht das Ei oben weird durch die Luft tanzen. So ein bisschen hin und her wackeln die ganze Zeit und so. Ihr wisst nicht so genau, was er da tut. und dann plötzlich fällt in eurer Sicht das Ei runter. So ganz langsam. Es kommt so langsam rüber, fällt runter und fällt auch in einer ganz weirden, langsamen Geschwindigkeit. Fast eher so, als würde jemand den Berg runterlaufen und nicht so sehr, als würde jemand fallen oder ein Ei fallen. Es scheint also, dass dein Plan aufgeht. Du hörst ein markerschütterndes aus dem Himmel. Scheiße. Und ihr seht einen Greifen im Sturzflug auf sein Nest zufliegen. Darf ich jetzt schon, ich sehe, er ist unsichtbar, was, wenn ich ihn treffe? Weiß ich nicht, aber das werden wir herausfinden in der nächsten Folge von Verprügelt mit Drachen. Oh mein Gott, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da. Das kann doch nicht wahr sein. Wir setzen einfach dich, du musst einfach so tun, als ob du dieses Greifenbaby wärst. Das ist dein neues Leben einfach auf diesem Berg. Wir kommen nicht hin. Spin-off-Time! Wir kommen dich hin und wieder besuchen. Du musst sehr große Würmer essen. Genau. Ihr könnt uns auch, wenn ihr den Stream mögt und so weiter, könnt ihr uns auch gerne hier bei vmp-podcast@web.de auf PayPal was zuschicken. Das wäre natürlich sehr nett. Kleines Trinkgeld. Wäre super cool. Ansonsten haben wir natürlich noch Patreon. Da gibt es unter anderem auch GM-Talks, also Game-Master-Talks mit mir und Georg, wenn ihr Bock auf sowas habt. Und da werden wir sicherlich demnächst auch mal darüber reden, was Greifen tun und nicht tun. aber in der nächsten Folge geht es weiter. Wir finden heraus, ob der größte Eierdieb der Welt davonkommt mit seinem Leben. Also kommt gut nach Hause.
Ja, ja, Kaution und so. Und Gott schütze den Buchdruck. Tschüss. Kannst nicht glauben. Ciao. Boah, was?